war im fernen Jahre anno 2018. Da wandte sich ein sehr mutiger Mann mit einer sehr mutigen Mission an die Außenwelt. Es war Maurice Weber, der ein Ranking aufstellte mit den besten Siedlerteilen aller Zeiten. Es war im Jahre anno 2020, als ein gewisser Siedler-Enthusiast namens Hand of Blood auf dieses Video aufmerksam wurde und es mit der entsprechenden Ruhe und Gelassenheit bewertete, die wir von ihm kennen und lieben, ja, nämlich gar keine. Das heißt, wir befinden uns nun auf der Gamescom anno 2023 und müssen diesen Streit ein für alle Mal ausfechten. Das hier ist ein Anything Goes Deathmatch, also es gibt keine Regeln und wenn Tische geworfen werden, dann schaue ich einfach weg, nur dass Maurice ihr Bescheid Blick wisst. Macht mir ein bisschen Angst. Er war einfach die ganze Zeit so. Na, ich glaube, ich habe so Resting Murderer Face, glaube ich einfach. Ja, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, vor allem seitdem ich etwas abgenommen habe, ist da irgendwie so ein Gesicht hervorgekommen, das ist einfach. Es war schon immer da. Es hat schon immer unter dir gewohnt, ja, und ist jetzt rausgekommen. Ich habe dich vielleicht noch nicht mal begrüßt und du erzählst schon. Ich liebe das, wenn du im Podcast bist. Ja, aber ich glaube, auf das, wenn ich damals schon so ausgesehen hätte, hättest du vielleicht dieses React nicht so getraut, Henne, oder? Naja, du wirkst, und ich glaube, deswegen war ich dann auch recht sauer oder erzürnt, dass du halt dort gut drauf wirktest. beim Abzählen dieser Tierlist. Ich glaube, das hat mich erst sauer gemacht, dass du gut drauf warst. Ach so, ja. Das magst du nicht. Nee, in diesem Kontext war es halt fehl am Platz, meiner Meinung nach. Okay. Also wir sprechen heute unter anderem über Siedler. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir sprechen über Siedler, nicht über Anno, obwohl ich es gerade schelmhaft dreimal in dieses Intro eingebaut habe. Und es hat scheinbar nicht funktioniert. Wir sprechen trotzdem über Siedler. Dennoch herzlich willkommen. Ich wollte euch eigentlich jetzt erst begrüßen, aber wir sind schon mittendrin. Also ich habe tatsächlich auf der Gamescom schon den Studio-Manager, glaube ich, von Anno 1800 getroffen. Der ist hier, der wird vielleicht diese Vibes mitbekommen haben, dass du hier versuchst, die kein Spiel. Ich meine, der Fairness halber, es ist ja auch irgendwo. Es schwingt ja immer mit. Ja, yeah, beim Wort Ubisoft Siedler schwingt immer mit. Es gibt eine Aufbauspielmarke, die gewonnen hat und eine, die verloren hat. Ja, beides von denselben, ne? Ubisoft Blue Byte. Nee, also Ubisoft, aber zwei unterschiedliche Studios von Ubisoft. Aber Ubisoft Blue Byte hat sowohl Siedler 8 als auch das letzte Anno gemacht, oder nicht? Nee, ich glaube, meins. Ich vergesse, ich glaube, ich habe das immer heute in Ach so, ja, die haben dann ihre einzelnen Unterentwickler. Genau. Ja, da hast du recht. Also Ubisoft Deutschland, aber die haben unterschiedlich. Die haben heute richtig heftig Fördergeld abgesandt, hast du es schon gesehen? Nee. 5 Millionen Euro. Für hoffentlich Anno Antike, oder? Für hoffentlich Siedler 9. Ja. Oh Gott. Das dachte ich nämlich. Lass uns noch kurz, Geraldine, vielleicht ein Wort, ja, zu Anno sagen, bevor die arme Frau gar nicht. Ja, genau, ich würde jetzt noch. Was ist das nächste Anno, das du willst? Asien, selbstverständlich. Das sollte ja schon in 1800 eigentlich drin sein. Ich bin auch cool damit, dass sie es nicht mehr gemacht haben, weil sie hatten ja eh schon 24.000 Maps und noch eine Map hätte ich nicht ertragen. Deswegen warte ich darauf, dass es jetzt im nächsten Teil vorkommt, hoffentlich. Aber welches Jahrhundert dann? Das ist mir komplett egal. Hauptsache Asien? Ja. Also als Fernostasien oder? Ja, ja. Okay. So ein bisschen, wie sie es eigentlich jetzt schon in dem letzten Ornamente-DLC angeteased haben. Das haben sie ja so ein bisschen als Trostpflaster reingepackt für die Leute, die gehofft haben, dass Asien noch kommt. Oder halt nochmal 1500. Weil 1500 ist eigentlich das schönste Setting, aber mit das schlechteste Anno. Ja. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie nochmal 1500 in besser machen. Das fände ich auch schön. Nein, ja. Antike. Das ist ich weiß nicht, Mann. Stimmt, Antike. Stellt das euch schön das, mit Galeeren und so. Stellt euch das auch mal vor. Du hast dieses System mit den verschiedenen Instanzen und du hast Rom, Karthago, Ägypten als Griechenland, als verschiedene Handelsanlaufstellen. Und da hast du ja auch die ganzen Inseln. Genau, es gibt die ganzen Inseln. Samos. Also ich finde, das ist halt einfach, es spricht so viel mehr dafür als für Anno Asien. Wobei ich tatsächlich glaube, wir werden alle enttäuscht werden. Weil ich glaube, nach Anno 1800 werden sie nicht mehr so weit zurück wollen, dass dieser Berg an Spielmechaniken wegfällt. Mit dann gibt es keine Eisenbahn mehr, dann gibt es nicht Fabrikwarenketten. Muss mal wieder kreativ werden. Wow, das war jetzt ein Diss. Die Anno-Leute haben das nicht verdient. Ja, aber das hast du denen gerade abgesprochen. Ach so. Das geht jetzt schon gut los. Ich mag, dass wir doch über Anno sprechen. Mein Gott, habe ich das gut eingefädelt. Wir sprechen doch über Anno. Vor allem ich möchte dazu noch sagen, ich bin Fan von antike Aufbauspielen. Du weißt, Pharao ist eines meiner absoluten Lieblingsaufbauspiele. Aber ich glaube, zu Anno passt das gar nicht so arg, weil Anno ja einfach immer schon scheiße darin war, Kämpfe zu haben. Also die Echtzeitkämpfe in Anno waren immer eine Katastrophe und im besten Falle eine Materialschlacht, wie in 1800. Und
es hat halt immer diesen Fokus auf Warenketten und halt vor allem coole Waren. Und ich weiß nicht, ob sie so spannende Waren wie Billardtische und Elektroroller jetzt aus 1800 auch in der Antike haben können. Naja, ich finde halt schon, dass man dann die absurdesten Sachen machen können, dass der, ich weiß nicht, der Triumphator braucht für seinen Triumphzug so und so viele Lorbeerkränze, dann ist der Lorbeerkranz eine eigene Ware oder sowas. Wir schweifen sehr, aber ja. Du bist schuld, weil du hast es subtil versucht. Wir haben professionell dein dreimaliges Anno übergangen. Und dann noch mal, das habe ich also, euch gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht, nein. Als du sagtest, nein, Henno, wir waren professionell. Wir haben es total kapiert, ja. Uns entschieden, es zu übergehen. Und dann, also ich wollte noch mal sagen, ich habe ja jetzt mehrfach Anno erwähnt. Ja, jetzt, richtig. Jetzt sind übrigens wir halt hier. Natürlich, bevor die Leute sagen, 13.05 steht ja auch noch im Raum. Also das ewige Anno-Meme. Eine Sache muss ich loswerden, weil ich es gerade im Chat sehe. Natürlich! Pax Augusta. Sagt euch das was? Ja. Okay, weil das macht ein Typ, der ist Immobilienkaufmann und abends nach dem Feierabend macht er alleine dieses Spiel. Und er hat früher mal Caesar gespielt, aber das kam ja irgendwann nicht mehr. Und deswegen macht er jetzt Pax Augusta. Ich habe gestern mit ihm gesprochen, Pax Augusta in Halle 10. Punkt oben. Okay. Oder hat er einen kleinen so einmal Einstand. Wenn ihr auf der Gamescom seid, geht da mal hin. Kann man anspielen. Ich glaube, das kommt am nächsten natürlich an so ein Anno-Antike ran. Okay. Also ist halt Städtesimulation. Hier ist mein virtueller Notizblock. Genau, kleiner Geheimtipp von Roger. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass du eher auf die konstruktive Nachricht des Users namens Furzebacke eingehen würdest, also. Der einfach nur in den Raum warf. Hat schon jemand gesagt, dass Siedler 5 das beste Siedler ist? Dazu kommen wir gleich. Ich wollte nicht direkt mit so viel Zündstoff einsteigen. Aber wenn wir schon mittendrin sind, dann schlage ich vor, ich zähle jetzt von 3 runter und auf 0 sagt ihr beide jeweils den besten Siedlerteil, okay? Sind wir bereit? 3, 2, 1. Siedler 2! 4, ja. Okay, das heißt, du hast deine ursprüngliche Meinung revidiert aus dem damaligen besagten Siedler-Ranking, in dem du gesagt 7 hast, hattest du da gesagt, 7 ist objektiv der Beste. Ne, ich finde, es ist... Wenn ich das schon höre, boah, dieses, also wie du zitiert wirst auch, ja, ne? Ja, also man also wenn ich das schon höre, dann Krise. Will ich aber erstmal bitte lieber Chat, also liebe Mods vielleicht, erstmal, wir brauchen jetzt eine Umfrage im Chat, natürlich, wir brauchen jetzt hier eine Meinung. Ja. Wir stellen eigentlich wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Was stellen wir zur Auswahl? 2, 3, 4 und 7 machen wir mal. So, und da finde ich schon quatschig, weil okay. 1-2 und 3-4 ist ja eine ähnliche... Naja, ist egal. Dann stell 1 auch noch rein. Ja, ja. Nee, das ist schon richtig. So, 1-4 und 7 oder was? Mhm. Also 7 wird nicht gewinnen, aber nur, weil es jetzt erwähnt wurde. Also 6 ist halt das Anno-ähnlichste. Und 5 ist es, möchte gern Echtzeitmäßigste aller. Jo, wir gehen jetzt international, Age of Empires mäßig, bla bla bla. Und das ist ja das Absurde an dieser ganzen Reihe, bis auf Teil 8 und 7,5. Wie hieß das nochmal? Heroes of. Es sollte ja eigentlich erst die 8 werden, oder? Ja. Kingdoms of Anteria und dann Champions of Anteria. Alter. Und das gibt's ja auf Steam. Ja, das gibt's immer noch. Man kann es noch kaufen und also spielen. Leute, es gibt 7,5. Das ist ja auch ein jetzt irgendwie 3 Jahre alter Cliffhanger, den wir gerade auflösen, weil du in deinem React-Video auf das Ranking so verwirrt warst, was Maurice damals mit Siedler 8 meinte, als neue Allianzen noch zukunftsmäßig ja. war. Ich glaube, ich habe auf Basis dessen dann angefangen, jeden Teil einmal 2 bis 4 Stunden, glaube ich, zu livestreamen und wirklich nochmal aus heutiger Sicht mir anzuschauen. Aber was ich gerade sagen wollte, das Absurde ist ja eigentlich, dass egal wen du fragst, du kriegst eine andere Antwort, weil diese Reihe auch schon so alt ist. Und wenn du halt, keine Ahnung, in dem Alter bist, wo du mit genau 12 mit deinem Vater, mit deiner Mutter bei der Spielepyramide im Saturn warst und da lag halt Siedler 5 und du kennst nur das, beziehungsweise hast damit gestartet in die Reihe, dann ist das für dich der beste Teil, weil da einfach ganz viel Nostalgie mitkommt. Aber ich habe so viel Mitleid mit diesen Leuten. Absolut, aber also ich meine, das ist ja, das sie ist sind ja auch irgendwo unschuldig. Ja, aber ich meine, weißt du, das ist ja ein bisschen so, wenn du sagst, was ist das beste Essen der Welt, dann fragst du jemanden, der ja. sein Leben lang nur Trockenbrot gegessen hat. Und dann sagt er, Trockenbrot ist das geilste Essen. Ich habe ja. nie was Geileres als Trockenbrot gegessen. Ja. Das sind die armen, unschuldigen Leute. Das ist so ein bisschen Leute. Wie bei Dr. Stone, kennst du das? Kennst ja. du das?
Es ist ein Anime und da werden die zurückkatapultiert in die Steinzeit, aber jemand weiß noch, wie Rahmen geht und wird behelfsmäßig Rahmen gemacht, so richtig ekliges Kackrahmen und gibt es den Dorfbewohnern zu fressen und die gehen ab. Ne? Und das sind quasi die Leute, die Siedler 5 als einziger ersten, vielleicht sogar Strategiespiele, das ist ja dann noch schlimmer, gespielt haben. Ja, aber tatsächlich, ich habe nämlich auch, bei mir war es eher der Anlass dann der Release des neuen Siedler, habe ich auch im Stream nochmal Ähnliches gemacht wie du. War ja auch Peak von Siedler eigentlich. Alle haben gewartet, Siedler 5, ne? Das, weil rein nach Verkauf und Nutzer war, glaube ich, Siedler 3 und 4, ich glaube sogar 4, das war so die Spitze der Performance von der Siedlerreihe bislang. Also nach Verkauf von Kopien. Deswegen, ja, alle waren mega gespannt. Ich weiß sogar, ich habe damals GameStar gelesen. Und das hat dann wirklich dazu geführt, nö, das kaufe ich mir nicht. Dann da haben wir dir ja einen Gefallen getan. Also nicht wir, weil damals war ich da noch nicht. Aber tatsächlich hatte ich jetzt nämlich auch nochmal alle mir angeguckt, weil ich tatsächlich dachte, habe ich dem Siedler 5 vielleicht Unrecht getan? Damals, als ich es als 14-Jähriger gespielt hatte und dachte... Du kriegst schon wieder Schnappatmung. Nee, aber ich komme ja darauf... Also da werden wir uns ja einig sein, weil ich bin wirklich nochmal sehr... Ich habe das sogar im Livestream gesehen, dass du es nochmal gespielt hast. Ich habe wirklich versucht, positiv reinzugehen und am Ende bin ich wirklich zum Schluss gekommen, nein, es war wirklich auch einfach nur Mist. Ist auch wirklich die einzige Meinung in der Gaming-Industrie, die mich richtig sauer macht, wenn zum Beispiel Leute sagen... Ey, ich fand 5 schon so geil wegen der Synchronisationsarbeit. Oh ja, ja. Und das ist so, also da hört bei mir jegliches Verständnis auf, weil diese Synchroarbeit ist wahrscheinlich die schlimmste, die es weltweit je in einem Videospiel gab. Ja. Und es tut mir leid, weil den Erzähler hat ja Kalkofe gesprochen und ich liebe ihn. Ja, ich finde ihn mega gut, finde ihn sehr witzig, mag Kalkofe sehr, aber da... Das war einfach so deplatziert, unlustig und nervig, wenn da irgendwelche Voicelines kamen, die eine halbe Minute gehen. Und dann immer so Boomer-Jokes auch. So, ihr habt nicht genug Holz vor der Hütte. So absolut unnötig, als ob die Trash produzieren wollten, absichtlich. Oder? Vor allem, man kann auch wirklich was aus dem lernen über die Aufnahme von Voicelines für Strategiespiele. Mhm. Weil ich glaube, da hat jemand eine Voiceline geschrieben und irgendwie, wenn die einmal fällt, ist sie lustig. Ja. Gar nicht, aber du weißt aber schon, dass im Strategiespiel diese Art von Voiceline, deswegen ist ja auch ein Diablo-Held, sagt ja nicht jedes Mal, oh, ich befürchte, mir ist in jenem diesem Moment mein Mana leer gegangen. Sondern er sagt, out of mana. Ja. Weil das schnell und oft gesagt wird. Ganz ehrlich, es würde aber ein bisschen passen, vor allem zum Totenbeschwörer, wenn man das so sagt. Okay, jetzt will ich eigentlich einen Diablo-Helden, der immer eigentlich so redet. Man fängt halt ich will ihn synchronisieren. An. Ja, das können wir als Mod absolut rausbringen. Als Mod geht das safe. Ja. Ich habe noch einen Slot mit dem CEO von Last Epoch morgen. Mhm. Ich werde ihm das mal vorschlagen. Ich war gestern beim CEO von Grinding Gear Games. Geil! Hast du ihm das vorgeschlagen? Noch nicht, weil du die Idee noch nicht hattest. Du hast die jetzt erst. Warum hast du deinen Termin nicht erst morgen? Ja, ich habe erstmal Diablo und Last Epoch. Wie spricht man es aus? Last Epoch, glaube ich. Epoch, komplett geshit-talkt vor ihm. Ich habe ihm gesagt, du bist ein geiler Macher. Wow. Path of Exile, forever and ever. Alles andere, kompletter... ganz ehrlich, ich habe Path of Exile 2 gestern angespielt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was die hier gerade machen. Mhm. Aber ja, also auch da ist natürlich subjektiv, klar. Ja, aber wir sollten vielleicht mal noch zu den Streitpunkten kommen. Ja, weil bei Siedler nicht, 5, dass wir jetzt zu den nächsten schon wandern. Nee, Siedler 5 sind wir uns ja sehr einig. Und wir müssen aber auch noch über, finde ich, ganz kurz nur, sorry, über Pioneers of Pegonia sprechen unbedingt, bevor wir jetzt nur über Siedler reden. Nö, das hätte ich mir fürs Ende aufgehoben, wenn hier alle blutend auf dem Boden liegen, dachte ich. Ich wollte euch erstmal kurz irgendwie die Rage rauslassen. Nee, ich, die Frage ist, hört das auf, wenn wir einmal angefangen haben? Ja. Aber ich verstehe. Ich meine, ich kann einmal kurz für richtig Missmut sorgen. Oh Gott. Pass auf. Ich habe hier... Ja, brauchst du einfach nur... Maurice Video jetzt anmachen. Nein, pass auf, besser. Ich trage hier bei mir 20 Euro. Ich trage hier einen 20-Euro-Schein bei mir. Und sie könnten dein gespannt. Sein, wenn du den folgenden Satz einmal in die Kamera sagst, mit ernstem Gesicht. Die Siedler 5 ist mit Abstand der beste Siedlerteil. Okay. Da, ja? Ja. Die Siedler 5 ist mit Abstand der lächerlichste, eklige, widerlichste und einfach nur nachhaltig mich traumatisierendste Teil, der je von der ganzen Reihe released wurde.
Aber denk doch an die 20 Euro. Nee, das ist besser so, weil es sind nicht meine, die gehören Micha. Ja, aber also neulich habt ihr doch noch Videos gemacht, dass bei Eintracht Spandau irgendwie irgendein Hausmeister die Bilanz versaut hat oder sowas. Das wären jetzt 20 Euro für die Vereinskasse gewesen. Da, aber hier sitze ich Kevin Westphal. Das ist sein Problem. Ah, okay. Da rollen dann einfach in zwei, vier Köpfe, Maurice. Ja. Anders als bei Ubisoft, wo die Leute einfach immer wieder irgendeinen Kacksiedler entwickeln dürfen. Aber um nochmal zu einer Sache zurückzukehren, die ihr gesagt habt, nämlich den Nostalgiefaktor und was überhaupt das erste Siedler war, das man gespielt hat oder am meisten. Mhm. Seid ihr denn davor komplett gefeit? Also ihr habt ja auch super viel Nostalgie für euren ersten Siedlerteil. Genau, deswegen findet der Siedler 2 zum Beispiel am besten. Absolut, aber das ist halt der Punkt, den ich eben auch schon ansprach. So, es ist halt super subjektiv und dadurch, dass die Reihe so alt ist, meiner Meinung nach, es zählt halt, wann du angefangen hast in der Reihe. Mhm. Ich persönlich, ich habe ja jetzt aus heutiger Sicht zum Beispiel 1 und 2 direkt hintereinander nachgespielt und auch die zwei Remakes von 2, beziehungsweise die beiden Anekdoten, Next Generation und das andere war das mit den Ägyptern, Schotten und Bayern. Wie das hieß das nochmal? Ich habe das Hast Aufbruch du jetzt mittlerweile mal gespielt? Ja, Aufbruch. Nee, ich hab das, CD zu Hause, schicke okay, ich dir. Okay. Weil das gibt's ja auch nirgendwo. Ja. Weil das so, ja. Ich habe nie kapiert, ich wäre echt gerne mal in diesem Pitch-Meeting gewesen, wo sich seriöse Leute zusammensetzen, welche Völker nehmen wir? Welche Hammernation? Ich glaube, die haben das rückwärts gedacht von den Waren. Also, dass jemand dachte, Brezen wären doch eine geile Ware. Ist eine geile Ware. Und dann nehmen wir doch, aber sprich weiter, ja, genau. Ich wollte nur sagen, aus heutiger Sicht, 1 und 2 hintereinander zu spielen, muss ich sagen, ist 2 eigentlich eher ein Add-on. Aber Gleiches kann man fast bei 3-4 sagen. Nur, dass da immerhin komplett neue Völker, ja, wobei Römer nicht, ne? Aber fast komplett neue Völker kamen. Und doch wesentliche Verbesserungen, finde ich, als von 1-2. Weil tatsächlich ist es so, Volker Wertig hat ja 1 entwickelt und 2 war der gar nicht dabei. Und der Producer, der 1 gemacht hat mit Volker Wertig, der hat dann quasi alle ausstehenden Verbesserungen und Pläne vom Volker genommen und mit anderen Leuten dann Siedler 2 gemacht. Und ich finde, aus heutiger Sicht, auch als ich diese Info zum Beispiel noch gar nicht hatte, aber da fühlte ich mich dann ertappt oder bestätigt, man merkt das. Ja. Heißt ja nicht, dass Siedler 2 ein schlechterer Teiler ist als 1, darum geht es ja gar nicht. Es ist ja sogar dann einfach nur auf dem Papier ein besserer Teil. Mhm. Aber ich finde es immer spannend, wenn so viele, auch wenn man immer Umfrage macht, Siedler 2 ist immer der beliebteste Teil. Echt, das finde ich aber schön, dass du das hier mal einräumst. Ja, also immer, wenn ich eine Abstimmung gesehen habe, außer die von der GameStar, war Siedler 2 immer der beliebteste. Aber das muss man jetzt hier mal ganz klar sagen, dass ja du hier diese meine offensichtlich dann von der Mehrheit bestätigt. Es heißt ja nicht, dass es die richtige ist. Ja, aber verdammt, ich kann mich jetzt nicht für Demokratie stark machen, wenn ich immer als Diktator auftrete. Ja. Aber ich finde das dennoch gut. Ja, und ich will ja nur auf den Punkt hinaus, ne, was du auch eben gesagt hast, es spielt halt super viel Nostalgie mit dazu. Und das merkt man vor allem an diesem Beispiel. Ja. Ne, dass Siedler 1 echt eher so dieser, wie so ein Indie-Titel halt, ein Durchbruch war. Und Siedler 2 war dann erst irgendwie da. Mhm. Ne? Und es Irritierendste dabei ist, dass Volker Wertig da gar nicht mitgemischt hat. Das ist in der Tat. So. Und dann haben sie dann R3 gemacht und haben sie es nochmal gemacht und sein Spiel ohne ihn nochmal quasi neu gemacht. Genau, weil Siedler 4 ist ja das gleiche quasi, also macht ein bisschen mehr an neuem Inhalt, und aber ist schon, könnte auch ein Add-on fast sein, so vom Gefühl her. Und da merkt man auch, immer wenn der Volker dabei war, also bei 1, klar, und bei 3, da kam die Innovation, da kam die neuen Mechaniken, da wurde nochmal grundlegend etwas verändert und es hat funktioniert und war gut. Ja. Aber dann ist ja tatsächlich die Frage, also zwei Fragen eigentlich, weil ab Siedler 5 hat es ja komplett seine Identität verloren. Das ist ja auch was du schon oft geschrieben hast, Maurice, dass man eigentlich sowieso nicht mehr sagen kann, was ein neuer Siedlerteil noch machen könnte, weil es eben so sehr immer dieses Hin und Her hatte mit Echtzeitstrategie, Aufbau. Genau. Siedler, und man wusste ja irgendwann schon überhaupt nicht mehr, was erwartet mich überhaupt noch in einem neuen Siedlerteil. Wird es wirklich möglicherweise ein Action-Rollenspiel oder ein experimenteller Horrorfilm? Man weiß es nicht. Es ist ein experimenteller Horrorfilm geworden. Ja, vor allem über Jahre. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Nee, aber dann ist ja die Frage, was wäre für euch denn überhaupt der richtige Weg gewesen, nach Teil 4 weiterzumachen? Weil wenn es eigentlich sich immer nur in so kleinen Schritten weiterentwickelt hat,
was wäre die Innovation gewesen, die es gebraucht hätte, aber die es gleichzeitig nicht kaputt gemacht hätte in seinem Kern? Gut, das ist jetzt, oder willst du was sagen? Ja, ich würde tatsächlich sagen, was Siedler angeht, bin nicht unbedingt jemand, der da so viel Innovation braucht. Ich denke, es ist ähnlich wie Anno. Da ist ja jetzt auch nicht so, dass von Teil zu Teil die heftigsten Innovationen kommen, sondern das Szenario wird ein bisschen verändert und angepasst. Es kommen ein paar neue Grundmechaniken rein, die aber irgendwie immer ein ähnliches Schema irgendwie haben. Und irgendwie auf das einzahlen, was im Kern schon da war. Also klar, mehr Produktionsketten, mehr Instanzen, aber im Kern immer noch, wir besiedeln Inseln, wir ziehen Warenketten hoch, wir handeln mit Schiffen. Sie besinnen sich immer auf ihre Identität, auf ihre Stärken. Ja. Und ich finde, das hätte ein Siedler genauso machen können, weil bis zu Teil 4 kann man durchaus die Identität erkennen und die Faktoren aufzählen, so die es braucht. Deswegen haben sie ja zu Siedler 8 den Volker Wertig außer Klamottenkisten nochmal hervorgekramt, damit der vor der Kamera sagt, was ein Siedler ist. Damit die Leute wieder Vertrauen schöpfen und zurückkehren. Ich finde ja tatsächlich, und jetzt müssen wir ein bisschen, glaube ich, die verschiedenen Kontroversen noch abhandeln, die wir hatten. In meinen Augen, und möglicherweise liegt das aber auch daran, dass mein erstes Siedler Siedler 2 war und deswegen das für mich sehr Siedler definiert hat, in meinen Augen war Siedler 7 in einigen Punkten sowas. Also ein klassisches Siedler in mancherlei Hinsicht. Ich verstehe halt total, dass wenn man wie du mit Siedler 3 oder 4 eingestiegen ist, der ohne diesen Echtzeitkampf fehlt einfach komplett was. Aber in Siedler 2 hast du ja auch im Grunde so gekämpft. Du klickst auf die Kaserne, du schickst die Leute automatisch zur Kaserne rüber. Und was das angeht, war dann, finde ich, Siedler 7 für ein Siedler 2-Kind echt ein gutes, neues Siedler, das nicht alles richtig gemacht hat, zum Beispiel Sektoren zu klein und sowas, aber dass halt diese Warenketten, Straßen, indirektes Militär, aber ausgebaut mit diesem neuen Feature der verschiedenen Siegwege. Ich fand eigentlich, dass Siedler 7 eine Form von weiter... Die Sache ist, Siedler 7 wäre ein mögliches Siedler 3 gewesen, nicht wirklich eine gute Fortsetzung für Siedler 3 und 4, was wieder die Schwierigkeit der Siedler ist. Aber daher kommt meine Meinung, zu der ich auch stehe, bis heute. Meine andere kontroverse Meinung habe ich ein bisschen reflektiert seitdem, kommen wir nachher dazu. Siedler 7 wird Unrecht getan. Es ist eins der besten Aufbauspiele, die diese Serie hervorgebracht hat. Es ist für sich genommen ein fantastisches Aufbauspiel. Ich verstehe, wenn es nicht das ist, was man von Siedler mag, aber ich finde, jedes Siedler 2-Kind sollte Siedler 7 mal spielen, dem nochmal eine Chance geben. Vor allem, weil damals, glaube ich, auch viele abgeschreckt wurden, weil Ubisoft diese glorreiche Idee hatte. Internetpflicht. Singleplayer-Aufbauspiel für ein konservatives deutsches Publikum. Da testen wir unseren neuen Online-Zwang-Kopierschutz, der nicht funktioniert. Das war die Zeit, wo es gerade losging damit. Ich habe auch Pionierarbeit gekotzt im Schal damals. Ja. Also, ich finde, Siedler 7 ist kein schlechtes Spiel. Ja. Und das, was du als Faktoren bezeichnest, was es zu einem Siedler-Teil macht, wie Warenketten zum Beispiel, das hatte das Spiel durchaus, aber sehr überschaubar, fand ich. Also, es war eine Light-Version. Aber war da, voll. Es gab, also alles eigentlich, also auch zum Beispiel Wuselfaktor gab es ja auch, aber auch sehr minimalistisch. Also eigentlich kann man da noch gar nicht von einem Wuselfaktor sprechen, aber da sind Leute rumgegangen, kann man sagen, ne, automatisiert. Und indirektes Militär, das finde ich, ist jetzt kein, also erstmal persönlich gesprochen, finde ich ein schreckliches Feature. Aber gut, Teil 1 und 2, da war das so. Mhm. Teil 3 und 4 dann überhaupt nicht mehr. Also man könnte jetzt sagen, ja klar, das ist irgendwie siedlermäßig, aber muss es nicht zwangsweise. Aber wo es dann für mich wirklich aufgehört hat, waren diese unterschiedlichen Siegbedingungen, wo man auf einmal ein Civilization sein wollte oder so. Du findest das interessant und toll und abwechslungsreich. Ich finde es voll cool tatsächlich, ja. Für mich ist es ein essentieller Teil der Siedlerreihe. Eigentlich ist man immer nur am Wettrüsten. Und dann knallt die Hütte. Also bei Siedler war es ironischerweise immer die Konsequenz, am Ende militärisch die Gegner zu überwältigen. Und deswegen ironisch, weil du siedelst ja eigentlich friedlich. Ich finde das auch, das ist das lustigste Paradox der Siedlerreihe, dass wir es auch alle eingespeichert haben als idyllisches, fluffiges Wuselspiel. Aquariummäßig beobachten, was Zenhaftes. Und als ich die neulich auch mal wieder im Stream gespielt habe, genau das. Geht nur um Auslöschung. So, Moment, in Siedler 2, ich bin jetzt gerade in der zweiten Mission.
Die Nubier haben Gold. Geh da hin und schlachte sie alle ab. Zeig ihnen die Macht Roms. Ja. Ja. Und ich so, ja, das habe ich als 10-Jähriger nicht ganz überrissen. Aber es erklärt einiges, warum ich der Mensch geworden bin, der ich geworden bin, glaube ich. Ja. Und bei Siedler hast du eigentlich immer ein Wettrüsten gegen deinen Kontrahenten. Wer als erstes mit einer wirksamen... Also oftmals ist auch nach dem ersten Kampf schon fast entschieden. Weil dann einfach Sektoren übernommen werden oder einknicken und man sich davon nicht mehr erholt. Deswegen, Siedler 7 ist kein schlechtes Spiel, aber also ich finde es sehr unverhältnismäßig, es auf Platz 1 zu packen in der Siedler-Tierlist. Also wirklich furchtbar unverhältnismäßig. Und zu sagen, das ist ein ausgezeichnetes Aufbaustrategiespiel, finde ich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Oh, okay. Aber ich kann damit leben. Ja. Also solange du sowas nicht über andere Siedler teilst. Zum Beispiel bei Siedler 6 hätte ich es überhaupt gar nicht verstanden. Das ist immer so ein bisschen undercover. Niemand redet irgendwie über 6. Aber und das haben auch die wenigsten irgendwie auf dem Schirm, beziehungsweise ist es am wenigsten greifbar. Ja, aber weißt du warum? Weil wir halt alle nach Siedler 5 keinen Bock mehr auf die Serie haben. Ja. Aber das Ironische ist, es hat alle Preise beim DCP, glaube ich, abgesahnt, die es gibt. Und auch Entwicklerpreise. Also Siedler 6 ist das renommierteste nach Preisen. Ich fand aber auch tatsächlich, dass es auch nicht so... Also ich habe tatsächlich Siedler 6 ewig nicht gespielt. Ich würde es auch nicht irgendwie in die ersten Plätze einer Rangliste setzen. Aber so für sich als Mittelalter-Aufbauspiel ist das ein nettes Ding. Ich habe dem damals null Chance gegeben, weil ich nach Siedler 5 von der Serie so verbrannt war. Aber rückwirkend fand ich dann doch, ich habe dem Unrecht getan. Das ist nicht das beste Siedler, das ist jetzt nicht, aber es ist ein schönes Spiel so an sich. Das macht einige Sachen nett, hat viel, ich meine, hat viel so Burgbau, ne? Was ja eigentlich so für Leute wie uns cool ist. Du hast bei Siedler 6 auch noch richtig gemerkt, dass ne, parallel lief dann gerade so Stronghold 2 oder Anno erfolgreich langsam. Anno! Und du hast richtig gemerkt, wie die bei Siedler 6 richtig viel adaptieren wollten. Das war noch, ne, die sind mit Siedler 5, wollten sie nach den Sternen greifen und sind in den Marianengraben gefallen, hatten aber Zement an ihren Füßen. Wow. Deswegen haben sie gesagt, okay, warte, wir müssen nochmal... Das ist ein wahrer Wortschmied. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Aber trotzdem war, glaube ich, dieses kommerzielle Mindset da. Man wollte einen erfolgreichen, potenten Titel haben im Strategiesektor. Also hat man einfach trotzdem, warum auch immer, sich nicht auf die Stärken der bisherigen Siedlerreihe berufen, sondern wieder geschaut, woran bedienen wir uns. Und ja, du hast an sich tolle Elemente da drin, wie zum Beispiel fette Mauern zu bauen, wie es sonst nur in einem Stronghold 2 gab. Ja. Diese riesigen Mauern mit tollen Wehrgängen und Türmen, nur dass die Funktionalität katastrophal war. Du konntest teilweise kaum die Mauern richtig platzieren und bauen. Ja, leider. Das war... Henno umdrehen. War da jemand? Ich glaube, sie trollen nur. Und auf der anderen Seite... Kamera. Du siehst... theoretisch sehe ich Disclaimer für euch. Ihr könnt uns nicht trollen. Wir haben hier eine Kamera, die uns hier zeigt, was hinter uns ist. Wir sind gefeit gegen eure Schurkereien. Ja, ja. Genau. Ihr verarscht hier Kehn, will da runter. Ja, geht schon. Ja, mich mal kurz. Aber auch diese Bankettmechanik. Bei Stronghold 2 hattest du diese Banketts, die du abrufen musst. Also du musstest diese Banketts veranstalten mit richtig edlen Gütern, so Entenbraten und so brauchtest du dann. Mhm. Und dann hast du dich quasi hochgeklickt in höhere Adelstitel, um dann neue Gebäudetypen freizuschalten. Und das hattest du auch bei Siedler 6 sehr viel. Und du hattest auch bei Siedler 6 auf einmal Helden, die du halt ähnlich wie bei Siedler 5 dann auch, glaube ich, da hattest du auch so Helden, konntest du dann auch rumschicken. Also es war irgendwie alles, aber auch nichts, weil, wie gesagt, sie haben sich halt bedient, das aber nicht ideal umgesetzt, finde ich. Aber auch das ist kein schlechtes Spiel in Summe. Aber was mich auch da einfach nur, was Frust schafft, ist, sie berufen sich nicht auf ihre eigenen Stärken. Anders als bei Anno, da haben sie es immer gemacht. Ja. Und also das sind ja parallel laufende Titel unter demselben Dach. Also man muss sagen, du hast aufs bessere Pferd gesetzt, muss man sagen. Als du dich entschieden hast, Anno-Fan zu werden, während wir uns entschieden haben, Siedler-Fans zu werden. Ja. Ich meine, ich mag ja auch Anno sehr gerne. Ja. Das Interessante an Anno ist aber trotzdem, dass ich euch recht gebe, dass es sich von Teil zu Teil nicht so stark verändert, abseits vom Setting, von den Zukunftsteilen reden wir nicht, weil da spreche ich genauso ungern drüber, wie du ungern über Teil 5 redest.
Aber abgesehen von den Zukunftsteilen hat es sich wirklich von Teil zu Teil immer nur sehr subtil verändert. Trotzdem, wenn du jetzt 1800 mit 1602 vergleichst, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Klar. Also es hat sich über die Jahre so subtil entwickelt, dass man gar nicht gemerkt hat, dass es jetzt plötzlich was völlig anderes ist. Mhm. Und ja, das haben sie ausgesprochen gut gemacht. Und jetzt ist Anno 1800 halt auch so gut, dass man sich denkt, wie sollen sie das jetzt nochmal subtil verbessern? Ja, vor allem, ich habe einen Tweet, also ich wollte in Anno reinfinden nach dem Siedler 8 Debakel, weil ich mir gesagt habe, ey, ich brauche jetzt irgendwie positive Bestätigung in meiner Großhirnrinde. Pass auf, Anno 1800 wird ja nur gefeiert und ich glaube, du hattest auch in irgendeinem Video gesagt, dass das eigentlich auf internationaler Ebene voll unterrepräsentiert ist, weil es eigentlich ein so gutes Spiel ist. Ja. Und ich habe mir gesagt, komm, ich probiere es jetzt mal aus. Und habe mal geguckt, wollte es mit allen DLCs kaufen. Hm. Holy shit, das ist ja über 100 Euro. Ne? Ja. Also die haben ja so viele DLCs rausgebracht, seit 2019 kam das, glaube ich, raus. Und ich habe direkt mit allem angefangen. Und ey, das ist erstmal überwältigend. Mach das nicht, das ist furchtbar. Da gibt es ja super viel Parallelwelten auf einmal, die stattfinden. Also auf einmal war ich bei Marvel im Multiverse, Alter. das fand ich schon... Also es macht Sinn für die Anno-Fans voll und niemand fängt da mit allen DLCs an. Also, keine Ahnung. Ich habe da so einen inneren Anspruch, ich will wenn dann alles direkt fassen. Ja. Aber ich habe gemerkt, boah, das war sehr viel Input. Auf jeden Fall, macht das... Aber wie du meintest, so, es ist, glaube ich, schwer da jetzt irgendwie... Also 18... den sinnigen nächsten Schritt zu machen irgendwie. 1800 hat ja auch angefangen als ein Spiel, das nicht unbedingt besser war als 1404, weil 1404 ja so ein großer Serienliebling ist. Und da war das in den Rankings, war 1404 immer noch beliebter, als 1800 am Anfang rauskam. Aber sie haben halt wirklich es geschafft, Seasons als Konzept für Aufbauspiele perfekt umzusetzen, was ich nie gedacht hätte, dass das so cool funktioniert. Also 1800 hat es ja wirklich geschafft, dass diese Seasons, und deswegen darf man die nicht alle auf einmal starten, als Zeitvergehen zu verstehen sind. Also wirklich als Seasons im eigentlichen Sinne. Und du hast ja wirklich das Gefühl, dass du durch Season 1, 2, 3, 4 so durch das 19. Jahrhundert hindurch dich bewegst und immer mehr in die Moderne kommst und am Ende ja auch übers 19. Jahrhundert hinausgehst. Also ja, mit Sachen, Hochhäusern dann und so. Ne? Genau, das sind dann schon die 20er, wo du am Ende, also 1920er, wo du am Ende so drin bist, mit Elektrorollern und Ventilatoren und Kinos und sowas. Das ist ja dann alles schon viel, viel weiter. Und das haben sie so fantastisch gemacht, aber ja, es ist eine katastrophale Erfahrung, sich die alle zu holen direkt am Anfang und direkt alle zu aktivieren. Und deswegen die Empfehlung an alle oder für dich nochmal, wenn du nochmal anfangen willst. Mittlerweile ist das Basisspiel auch nochmal so viel besser ohne die DLCs, weil es ja auch 15 plus Game-Updates gab, die auch awesome waren. Ja. Jetzt ist das Grundspiel halt fantastisch und wenn dir dann langweilig ist nach, weiß ich nicht, 50 Stunden, dann kannst du mit Season 1 anfangen und dann arbeite dich durch die Seasons. Ich fand's auch gar nicht schlecht, ne? Ich habe einfach nur gemerkt, boah, das ist echt viel Content. Ja. So, ne? Ist ja ein Kompliment. Aber ich hätte es wahrscheinlich so nicht machen sollen. Ich hätte erstmal Standardspiel, weil das bietet ja auch genug Content, aber Sonst dreht man durch. Ja. Siedler nochmal, weil ihr gesagt habt, Hoffnung und Vertrauen auch in die Reihe durch Volker Wertig. Habt ihr denn noch irgendeine Form von Hoffnung und Vertrauen in die Reihe nach Neue Allianzen? Glaubt ihr, die Reihe ist zu Ende? Glaubt ihr, es werden noch mal was versuchen? Glaubt ihr, es gäbe noch irgendeine Chance, die sie hätten, oder ist es jetzt tot? Ich kann mir tatsächlich vor allem nicht mehr vorstellen, dass es intern noch eine Chance gibt. Ich glaube, niemand hat mehr Bock auf Fans, das Projekt. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendwer von den deutschen Teams bis hin zu den Finanziers in Ubisoft in Frankreich, dass irgendwer noch mal ein neues Siedler dafür die noch kämpfen am wird, das greenlighten wird. Ja. Also niemand wird ja sagen, okay, ist die letzten... Ich meine, welche andere Serie hat das geschafft, dass ihre letzten beiden neuen Teile beide mittendrin komplett rebootet werden mussten und das Ergebnis beide Male ein kompletter Flop war? Mhm. Also ich kann mir, selbst wenn... Ich glaube, wenn jetzt morgen Ubisoft wieder mit einem Siedler käme, das einfach toll aussehen würde, Gamer sind ja wankelmütig, verzeihen schnell, wir wollen einfach nur geile Games haben und direkt vorbestellen. Wenn jetzt einfach morgen eins käme, wäre, glaube ich, alles wieder gut. Aber ich glaube, es gibt die internen Bedingungen und auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr. Wer will das machen? Wer will das noch finanzieren? Ja. Das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen.
Das stimmt. Also solange die Spiele ja gut sind, ist auch alles egal, was der Publisher je gemacht hat oder aktuell macht. Beispiel Diablo 4. Mhm. Und ich glaube, so wäre es auch bei Siedler. Aber ich denke auch, das Problem ist dann eher intern. Ey, keiner, die arbeiten da. Wie lange haben die jetzt daran gearbeitet? Seit 2018, oder? Siedler 8 in Summe? Irgendwie so, ja. Also seit 5 Jahren arbeiten Menschen. Ja, eigentlich schon vorher haben die angefangen vielleicht sogar. Aber wann war unser Reveal? 2018 war der Reveal, oder 2018 oder 19. Letzte Gamescom vor der Pandemie. Dann haben sie ja davor schon mindestens 1-2 Jahre daran gearbeitet. Stimmt. Also also wenn man es sogar übertreiben will, 10 Jahre arbeiten die daran. Mhm. Es gibt Menschen bei Ubisoft, die haben vermutlich an die 10 Jahre ihres Lebens an diesem Titel gearbeitet. Und mit allen Auf und Abs, im schlimmsten Fall sogar noch an dem Teil davor auch schon alles mit durchgemacht. Mhm. Die haben alle gar keinen Bock mehr. Ich glaube, das ist so ein rotes Tuch auch innerhalb bei Ubisoft. Mhm. Ich glaube, niemand hat Bock, das Projekt überhaupt von oben nach unten, die ganze, ob du Projektmanager bist oder wirklich Designer, Entwickler, du hast ja keinen Bock drauf. Ja, es ist so schade, weil es ist eine Reihe, die so viel Liebe bekommen hat, also sowohl von den Fans als auch von den Entwicklern über die Jahre. Und dass es jetzt so enden muss, ist mehr als deprimierend. Mhm. Also ich hätte mir einen schöneren Abschied gewünscht. Wir alle, ja, wir haben ja gedacht, das war ja das Schöne daran, es wirkte ja so endlich wieder das Happy End, jetzt bringen sie es wieder rum und sowas. Ja, genauso wurde es ja auch bewusst kommuniziert ihnen. Die haben ja auch genau diese Erwartungshaltung geschaffen. Und deswegen, also ja, na gut. Okay, aber auf einer positiven Note kommen wir jetzt zu dem, worüber du unbedingt sprechen wolltest, weil das passt dazu. Schau mal, ist es eine positive Note, Pioneers. Ja, Pioneers of Pegonia, ja. Weil das könnte jetzt, sag ich mal, ablösen, was Siedler zurückgelassen hat. Und ihr habt es euch schon angeschaut. Ja, also anders als Maurice war ich am Anfang sehr skeptisch tatsächlich, weil für mich bei diesem ganzen Debakel, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt oder sich die GameStar-Videos anschaut, wo man versucht hat, ein bisschen zu theorycraften, woran hat es hier gelegen, dann war einfach nicht offenkundig klar, ob nicht vielleicht auch ein Volker Wertig ein großes Problem in dem ganzen Prozedere war. Und deshalb war ich bei der Ankündigung von Pioneers of Pegonia sehr skeptisch erstmal. Finde ich auch sehr nachvollziehbar. Genau, für mich war nicht so selbstverständlich wie, glaube ich, bei der Allgemeinheit, dass hier der böse große AAA-Publisher Ubisoft automatisch alles verkackt haben muss und Volker Wertig, der Lone Wolf, der Siedler 1 und 3 gemacht hat, und das war's dann auch, also im Sinne von, es ist Ewigkeiten her, der ist ein cooler Typ und der wurde unfair behandelt. Das wissen wir nicht. Ja, das stimmt. Ja. Sehr wichtig und richtig. Und deswegen war ich sehr skeptisch, auch weil erstmal es ja nur hieß, rein PvE und das bin eh. Ich musste direkt an dich denken, okay, der Henno wird's scheiße finden. Nein, nicht unbedingt. Ich meine, They Are Billions ist auch nur PvE, aber richtig schön fordern. Das stimmt, das macht Bock. Aber ja, also ich habe es heute spielen dürfen. Ich war in so einer kleinen, schönen Booth beim Gameverband, stand im Business-Bereich, da warst du wahrscheinlich gestern auch. Genau. Und da hat Volker Wertig mir erstmal ein paar Sachen gezeigt. War ein nettes Beisammensein. Wir haben uns auch generell das erste Mal überhaupt getroffen. Und dann durfte ich auch spielen. Und letztendlich denke ich, es ist sehr ähnlich an den früh gezeigten Szenen von dem damaligen Siedler 8. Total. Nur wahrscheinlich noch deeper. Mhm. Also es gibt noch mehr Mechaniken, es gibt unterschiedliche Wälder. Es gibt jetzt sogar die Grenzsteine, die ja ein Gebiet erweitern. Auch die muss man produziert haben. Ja, also es gibt noch mehr Ressourcen. Es gibt auch Förster. Wichtig. Und das ist alles noch mal vielschichtiger im ganzen Sektor Richtung, und das ist ja ein Schwerpunkt der Siedlerreihe, Warenketten, Wertschöpfungsketten. Zum Beispiel für die ganz normalen ersten Units, die Wachen, die haben nur Holzspeere. Du brauchst gar keinen Schmied, keine Kohle-Eisenproduktion. Da geht es mit Holzspeeren los. So. Vielleicht und kann man Early Rushen. Genau, mit Kupferwerkzeugen, wo du noch keine Schmelze brauchst, dafür sind die ineffizient. Was ich auch mochte, ist, dass diese Ineffizienz tatsächlich in den Animationen angelegt ist, weil Kupferwaffen brauchen dafür mehr Kupfer, 5 Kupfer versus nur 1 Eisenbarren, also Werkzeuge meine ich. Und das heißt,
in der Gebäudeanimation muss der Typ auch 5-mal zum Warenlager gehen und eine Ladung Kupfer holen. Und deswegen produziert das langsamer. Nicht nur, weil da eingestellt ist, das kommt nach einer Minute aus dem Gebäude, sondern wirklich, weil da eine Animation ist, dass der Typ arbeitet. Ich fand es sehr schön. Ich konnte heute 2 wesentliche Punkte platzieren beim Volker. Okay. Erste Hotkeys. Sehr gut. Er wollte auch wissen, warum. Weil ich meinte auch, ey, gerade Stronghold Definitive Edition habe ich es mega vermisst. Und habe ich ihm auch erzählt, warum. Selbst wenn ein Siedlerteil jetzt eher ein gemächliches Aufbauspiel ist, es ist einfach, glaube ich, dann, habe ich ihm aber auch eingeordnet, ne? Ist jetzt persönliche Präferenz, aber ich glaube, so geht es vielen, die Echtzeit heutzutage spielen, dass Hotkeys einfach ein wichtiger Faktor ist. 2-mal Q drücken, hast du einen Wachturm auf dem Mauscursor. Ist einfach sehr angenehm zu zocken, finde ich. Und der zweite, hat er auch voll gesehen, er meint, komm zum Early Access, klar, macht voll Sinn, hat er mir gesagt. Jetzt, das wird jetzt festgehalten. Ne? Ja, er meinte also direkt zum Early Access Release, ja, das sollte kein Problem sein. Macht auch Sinn, was ich sage, meinte er. Und das zweite ist, auch da habe ich gesagt, ja, ist ja aber nur PvE, ich habe auch nur gesagt, ist ja aber auch nur PvE bislang. Ne? Und er meint, ja, zum Release des Early Access, ja, aber generell muss es nicht so sein. Also wir wollen erstmal bewusst PvE machen, aber dass es da mal PvP gibt, im Zuge des Early Access, der Entwicklung darin, das hätte er nie gesagt, dass es kein PvP dann irgendwann mal gäbe. Also der ist natürlich auch ein gerissener Fuchs, der weiß, was du hören willst und was da ist. Aber darauf kann man ihn dann auch irgendwann festnageln. Sehr gut, ja. Nee, also ich meine, ich bin ja auch, also ich bin also ich ja, ich glaube, was uns, ich glaube, der Hauptunterschied bei uns ist immer, welche Hälfte von Siedler uns die coolere war. Und bei mir war immer so, ich kann auf den Militärteil, glaube ich, besser verzichten als du. Aber ich den Echtzeit-Militär. Genau. Ja. Aber ich bin ja absolut nicht dagegen, dass der bei Pioneers mal kommt. Also ich würde das jedem alten Siedler-Fan auch gönnen, wenn das mit dabei ist. Die Frage ist natürlich, es wird ja, glaube ich, trotzdem kein, ich weiß gar nicht, haben sie jetzt schon gesagt, dass du die Truppen manuell steuerst? Ich glaube nämlich nicht. Ne? Also selbst wenn es PvP wird... Boah, das habe ich gar nicht, stimmt, da habe ich gar nicht nachgefragt. Also der Turm hat so Patrouillen, das sollte ich jetzt eigentlich gerade wissen, das hat er mir bestimmt mal gesagt. Ich will jetzt gerade nichts äußern, was ich bin mir tatsächlich festgenagelt tatsächlich bin. Kam es heute gar nicht so weit. Also ich glaube tatsächlich, es wird indirekte Steuerung haben. Das zum Beispiel finde ich schade, aber natürlich orientiert sich das dann an seine früheren Werke. Aber lieber Chat, weiß das gerade jemand, dass ich jetzt hier keinen Unsinn rede? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, aber irgendwie nicht gerade sicher genug, also um darauf festgenagelt zu werden. Also auf jeden Fall brauchst du zum Beispiel für einen Wachturm 20 Wachen. Und diese 20 Wachen setzen dann die Grenzsteine um, automatisiert. Indirekt wird gesagt, ja. Aber wie ist es denn bei dir, wenn das jetzt rauskommt, mit also ohne PvP und dann sogar indirekte Steuerung, glaubst du, es wird dir taugen? Glaubst du, es wird den Siedler-Fan in dir trotzdem ansprechen und dir Spaß machen? Also mir macht ja auch in Siedler 2 Spaß. Und das Remake, neue Generation... Next Generations. Warum eigentlich Englisch? Naja, ja, auch New na, ist auch egal. Das macht schon Spaß, aber ist jetzt nicht der Grund, warum ich bis heute Siedler-Fan bin. Da schlägt einfach mein Herz für die Siedler 3, Siedler 4 Community, die übrigens auch die einzige ist, die bis heute richtig heftig eine eigene Plattform und Struktur gebaut hat. Ja, die Settlers United-Geschichte, die ja übrigens auch... auch ihren eigenen Siedlererben gerade basteln. Ne? Ja. Ein paar dieser Leute. Es gibt sogar mehrere Community-Gemachte. Ja. Genau. Das wird auch noch interessant. Genau, weil jemand hat ja auch aus Siedler 4 dann nochmal eine HD-Version geschliffen. Und die haben sich mit Settlers United zum Beispiel zusammengetan. Weil Settlers United hatte eigentlich Fokus auf Siedler 3 im Multiplayer, richtig heftig zu boxen. Und dann kam mit dem HD-Patch von Siedler 4, da gab es dann auch, der war auch quasi Standalone, da konntest du auch dann in Lobbys dich so ähnlich wie auf Hamachi oder Tangle oder so damals finden. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen, mega cool, hab Anfang des Jahres super viel in deren Discord abgehangen und mit denen Siedler 4 gezockt. Und aus Siedler 3. Aber wo war mein Punkt? Also mir wird das Spaß machen. Und aber es ist natürlich ja sehr orientiert an Siedler 2-artigen Spielgeschehen. Er meinte aber auch zu mir, es gibt wohl Schwierigkeitsgrade, die teilweise sehr extrem werden können. Mhm. Also ein Beispiel von ihm war, und da musste ich auch mit ihm über The Abelion sprechen, dass es kann sein,
dass Werwölfe angreifen. Ja, das ist sehr witzig. Und deine Siedler abschlachten, die dann auch infiziert sind und zu Werwölfen werden. Und so dann alles in sich zusammenstürzt, seuchenartig. Ähnlich wie bei The Abelian zum Beispiel, wenn da die Masse einfach reinströmt und alles infiziert. Und da hat man mich dann doch, also das okay. ist dann schon... also ich würde dann erstmal gucken, wie ich mich erprobe auf dem, bis ich dann die höchsten Schwierigkeitsgrade packe. Ey, wir finden hier richtig zur Harmonie zusammen. Wäre das sagen. Nicht ein wundervolles Happy End, das neue Spiel? Das ich wollte jetzt nur aber sagen. Okay, hau raus. Ja, aber, wie gesagt, es ist nochmal viel detaillierter. Es gibt noch mehr Ressourcen, es gibt sogar unterschiedliche Wälder, was ich vorhin meinte. Das sind nur einige Beispiele. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es too much ist. Mhm. Dass man sich da so ein bisschen verzettelt in dieser... Ja, dass man beim Entwickeln zu begeistert ist, zu viele Details noch haben zu wollen. Aber das sehen wir dann. Ich meine, witzigerweise, das war eine Sache, die ich auch angebracht hatte. Und dass ich mein Termin mit Volker bestand unter anderem daraus, dass er mir 10 Minuten dargelegt hat, warum die zwei unterschiedlichen Holzarten sinnvoll und gut sind. Ja. Und er meinte eben, ich fand es wiederum auch das sehr Das ging bei uns 10 Sekunden. Ja, ich meine nur so, ja, okay. dass die halt, weil ja diese zwei Holzarten in sehr unterschiedlicher Art und Weise gebraucht werden. Die eine ist für eine dauerhafte, stetige Werkzeugproduktion. Die andere ist für, jetzt braucht man sofort 20 Bretter für eine Baustelle. Und dass diese beiden Ressourcen sich nicht irgendwie gegenseitig blockieren, ist vom Gameplay her sogar also eine Verbesserung. Mhm. Und den Gedanken fand ich dann sehr nachvollziehbar. Auch mein erster Gedanke war, also in der kurzen Zeit, die ich gespielt habe, habe ich auch noch nicht in den Kopf gekriegt, Laubholz und Nadelholz, was ist das Gebäudeholz und was ist das Werkzeugholz? Das hatte ich mir noch nicht gemerkt. Ja, und dann gibt es noch Feuerholz. Genau, dann gibt es auch noch Feuerholz. Und ja, das brauchst du dann für die Bäcker. Die müssen ja Brot backen, die brauchen Feuer und für irgendwas noch, also ne, sowas. Oder du brauchst für die Explorer, das ist quasi eine neue Unit, irgendwie so eine Mischform zwischen Dieb und Geologe, weil ist zum Scouten da, aber deckt auch Ressourcenvorkommen auf, aber auch Wälder und Flüsse und Seen. Die braucht zum Beispiel Lunchpakete. Ja. Und dann musst du halt Lunchpakete produzieren. Also es kommen wirklich krasse neue Ressourcenarten dazu, wo es ja sehr detailliert wird. Aber wenn ihr auf der Gamescom seid, in Halle 10.2 oben gibt es einen Pioneers of Pegonia Stand und da gibt es auch die Version zu spielen, die Maurice und ich gespielt. Hast du die auch spielen können? Oder ich habe sie überhaupt noch nicht gespielt, nee. Ja, nee, falls ist ja kein Arno, das interessiert sie ja nicht. Richtig, solange es kein Arno ist, bin ich komplett gelangweilt. Was ja, okay. Nö, ist ja in Ordnung. Aber da kann man das anspielen. Und eine Sache wollte ich unbedingt noch sagen. Es ist schon jetzt halt, die Version, die ich heute spielen durfte, ist schon so viel besser als Siedler 8. Ja, und es ist wirklich. So weird. Es ist so sad, oder? Es ist so weird. Da ist ein riesiger AAA-Publisher hinter und mit riesigem Entwicklerstudio. Und dieses Spiel auch in seiner Funktionalität, also nicht nur irgendwie jetzt in Bezug auf einzelne Mechaniken, die wir, ja. mit denen wir liebäugeln oder grafischer Darstellung, nee, auch in der Funktionalität ist es so viel besser und auch schon komplexer. Frei bauen statt Hexfelder zum ja, Beispiel, lauter so Sachen. So, wobei die Hexfelder, das fand ich gar nicht so schlimm, muss ich auch sagen. Aber trotzdem finde ich in Pioneers, dieses komplett frei bauen ja. und drehen ist halt nochmal was anderes. Mhm. Das ist wiederum so eine sehr simple Sache, weil du auch vorher gefragt hattest, die für mich ein Siedler 5, wenn es wirklich eine Siedler 5 Stadt gewesen wäre, halt wenn es nur Siedler 4 wäre, aber mit 3D und komplett freiem Bauen statt, also mit drei drehbaren Gebäuden und so. Das ist so eine sehr simple Verbesserung, die, finde ein Siedler damals hätte haben sollen, Siedler 7 übrigens auch hatte und jetzt Pioneers hat. Ich finde, jetzt ist es gerade so harmonisch. Ich habe Angst, dass es gleich wieder abkippt. Ich habe Angst, dass es so ein Auf und Ab ist. Ich wollte eigentlich noch die Siedler 3, Siedler 4 Debatte aufmachen, aber dafür haben wir keine Zeit das mehr. Machen wir, das machen Dank. Wir gerne ein anderes Mal. Ja. Ich merke, du hast richtig Bock, oder? Das machen wir nochmal. Ja, gerne, also wirklich. Da halte ich gerne die Fahne hoch und ziehe gegen den Weber in die Schlacht. Ähnlich wie gestern Nacht schon, wo ja, ich selbiges bei Magic the Gathering getan habe. Das ist gar nie passiert. Das ist, ich habe mich so gut geschlagen und wenn das Halle nicht gewesen wäre, weißt du... Ach, ja, das alles, ist dieses alles Hätte, Wenn und Aber. Ja, Maurice ist als erstes rausgeflogen. Das müssen wir uns jetzt hier gar nicht anhören. Was wir uns aber anhören es war ein gutes müssen... Ding. Ist der Gag, den ich extra geschrieben habe für das Ende dieses Talks. Okay. Nämlich, es ist jetzt gesettelt. Ha. Aber da hast du auch spekuliert, dass du ja, den Ring kannst. Habe ich ein bisschen, ne? Ja. Aber da hast du auch auf uns ein bisschen, das zeigt schönes Vertrauen in uns,
dass wir tatsächlich zu irgendeiner Form von semi-harmonischer Übereinkunft finden. Aber so ist es doch. Jeder für sich in seinem Räumchen im Internet krakeelt rum, aber kaum sitzt man nebeneinander, hält man die Fresse und ist diplomatisch. Ja, so ist es doch halt immer. Ich wollte auch tatsächlich, was die Sita 3-4-Geschichte sagen, sogar mehr einräumen, dass ich inzwischen deine Argumente sehr nachvollziehbar finde und es sehr subjektiv. Komm, jetzt wird es zu viel. Ja, jetzt aber nein, jetzt nein, nein. Ich kriege auch die ganze Zeit Stress nächster von der Regie Talk, im Ohr. Ja, die hat gar Talk. Keinen Bock komm, mehr irgendwie. Ich hätte Joke. Übrigens im Zweifel, hätte ich gesagt, wir haben es nicht gesettelt. Also hätte ich es trotzdem noch irgendwie einbauen können. Geil, sehr gut. Aber es war sehr, sehr schön mit euch. Vielen Dank für die Diskussion. Ja, danke fürs Haben. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal beim Henno vorbei in diversen Kanälen auf YouTube und natürlich live. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Ihr seid wahrscheinlich bereits Fan, völlig zu Recht. Er hat und ein paar Kanäle, also kennt man noch nicht so, aber es ist ein Up-and-Coming-YouTuber. Ja. Hand of Trash. Hand of Trash ist gut. Ja, schaut da zuerst vorbei auf jeden Fall. Danke euch da draußen fürs Zuhören oder Zuschauen. Schreibt uns sehr gerne eure Meinung auch in die Kommentare, aber nur, wenn sie richtig ist. Ansonsten wird sie gelöscht. Und damit verabschiede ich mich schon mal von allen, die uns entweder als VOD auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk geschaut haben oder als Podcast gehört haben und sage bis bald. We'll be right back.